So, machen wir nochmal sauber. Ja. Nochmal sauber machen, dass es vernünftig schussfest ist, wa? Ich gehe auch mit dem Pfeil und Bogen auf den Bären, bin ich behämmert. Viel Schaden hat es nicht, wa? Da könnte noch ein bisschen mehr Reichweite. Naja. Wir schauen mal. Gelle? Asterix! Stell dich nicht so an! Holt Shatterhand! Messer, logisch, Messer! Ist das nicht die Stelle? Ist das nicht die Stelle, wo wir zum Anfang schon mit okay. Klar, das ist die Stelle, wo wir zum Anfang schon waren und den Bären gejagt haben, oder? Ja, klar. Das ist dieser völlig verwahrloste große Bär, der völlig zerrissen ist. Puh. Aha. Ja, aha. Ja, aha. Looks way off. Aha. Genau, dem begegnet man relativ gut in der Story. So sieht's aus. Must be near. Da hinten ist er. Ja. Da ist er. Da ist er.
Alter Verwalter! Alter Verwalter! Puh. Deswegen hast du zum Anfang auch einfach nur verloren. Stabile 4. Wie viel Schuss waren das jetzt? 16? Und alle in den Kopf drin? Und was kannst du jetzt mit dem Tier machen? Was kannst du mit dem Tier jetzt machen? Häuten. Alter Verwalter. Siehst du erstmal so ein Teddy den Fell über die Ohren. Okay. Krass. Den hat er ja komplett nackig immer. Alter Schwede. Das arme Pferd. Das arme Pferd. Sehr cool. Auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den kriegen. Habe ich so ganz leicht, ja. Ja, also das auf jeden Fall. Also ohne, ganz ehrlich, ohne Deadeye. Ohne Deadeye hätte ich das Tier nicht gekriegt. Ja, da hätte ich, da hätte er uns, ja. Vielleicht hätte ich die ersten 4 oder 6 Salven machen können. Aber ansonsten hätte er uns einfach nur abgeschlachtet. Das ist eigentlich die Frage, was machst du jetzt mit dem Fell? Jetzt verkaufst du das, oder was? Haben wir... Wir haben hier doch gar keinen Fleischer an der Stelle. Haben wir von hier aus irgendwo einen Fleischer? Nee. Ich sehe mich doch jetzt schon wieder, wenn ich jetzt hier hinreite... Wenn ich jetzt hier hinreite, dass ich das Fell irgendwo verliere. Hm. Beziehungsweise jetzt in der halben Stunde werden wir das sowieso nicht hinkriegen. Hier ist die Emerton Ranch. Hier unten ist Rhodes. Ich denke mal, in Valentine könnte man... Wir reiten rüber nach Valentine, Leute. Wir reiten hier rüber nach Valentine und zwar hier zum Fleischer. Ja, und alles andere machen wir beim nächsten Mal. Weil ich euch ja nicht sagen kann, ob wir über Ostern überhaupt RDR spielen. Wir haben dort einen ganz anderen Plan, meine Lieben. Die ganze Zeit den Bären gehört, krass, und jetzt haben wir den gekriegt, das ist cool. Sehr, sehr cool. Wölfe, Wölfe, Wölfe nochmal. Ich habe jetzt keine Lust auf Wölfe. Wir müssen dran vorbeireiten, das ist schlecht.
burning up. Oh God! Oh, this is so much blood. Ja, ich mach den Fehler. Ich mach ihn. Shit. This is shit. Shit. I'm gonna die. I'm dying. Got some medicine. Better than nothing. Damn it, that won't help. Look at me. I'm bleeding out here. Can't stay. I can't hold. I get her. Ist der bescheuert? Mit Bündern dann halt. Oh ja, ey. Physik macht mir Kopf. Will helfen. Fängt an zu regnen. Blöd. Ich nicht mehr. Nö. Ich hab vergessen. Praktisch. Er hat einen Pflanzenfresserköder dabei. Einwandfrei, oder? Einwandfrei. Ach, hier war diese verwahrloste Zelle. Cool, folgt mich über den Teddybären. Was kann man damit machen? Du kannst jetzt das Fell verkaufen. Also das Fell an sich kannst du, denke ich, nur verkaufen. Die Kralle? Ich sag mal, wir verfolgen, ich sag mal, die Optimierung einer neuen Tasche zum Beispiel. Verfolgen wir einfach zu wenig. Dazu müssten wir jetzt ins Lager reiten. Oh, krasser Hirsch. Guck dir mal Hirsch an. Alter Verwalter. Habt ihr den Hirsch gesehen? Was steht da? Da rennt er weg wegen der blöden Dampfluft. Da oben ist er. Habt ihr die Weihe sehen? Alter Schwede. Hammer. Ja. Gut. Was wollte ich sagen? Achso, wir verfolgen das ganze Szenario einer neuen Tasche einfach zu wenig. Als dass wir jetzt Material sammeln könnten oder würden. Um, Servus. Um uns eine neue Tasche zu bauen zum Beispiel, um mehr Material zu sammeln oder. Ja, ich sag mal, du kannst ja mehr als Open World spielen. Du kannst ja, ist ja Wahnsinn. Ja, du könntest ja, also abseits vom Stream könntest du ja ein ganzes Jahr dich mit dem Spiel beschäftigen, um alles Mögliche zu farmen, zusammenzubekommen und. Ja, neben der Hauptquest, sagen wir mal so, wie es ist. Ja, Nebenquests bis zum
abschütten hier. So, und um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, im Endeffekt können wir das Fell verkaufen. Wir können die Kralle verkaufen. Wir können hoffentlich Glück haben, dass wir da ein bisschen Kohle für kriegen. Warum staubt das hier so? Was ist hier los? Okay. Krasse Bild, oder? Morning. Oh. Ja. Guck mal, ob wir ein schönes Bildchen kriegen. Nicht in die Kutsche reiten. Morning. Morning. Nochmal schön abgesenkt. Gut, lassen wir das an der Stelle. Zu viel Kutschen unterwegs hier. Valentine, 10.57 Uhr, Mahlzeit. Hello. Hello. So. Oh, oh, hey, friend. Remember me? You got a problem? You want one? Ich steig gleich ab. No, Brother Brotus, you're simply not a gentleman. I've seen better days. My friend, what's the matter with you? You there? Nee, ich will jetzt in Valentine keine Mission, irgendwas. Siehst du, gleich wieder ein Fragezeichen, gleich wieder eine Nebenquest hier irgendwo. Wollen wir jetzt nicht. Well, now, I was wondering when you'd be so. Brauchst du das Fell jetzt auch nicht hier runternehmen, wa? Brauchst du da Lust, wie im Hinnehmen jetzt hier? Something slip your mind before? Verkaufen. So. Fleisch werden wir nicht verkaufen. In dem Spiel ablenkungsfrei von A nach B zu kommen, ist auch sehr schwer. Das liegt ja an jedem selber, wa? Das liegt an jedem selber, ob er das durchzieht. Achso, wir wollten ja... Schau mal, wir haben hier oben ein Fell. Hasenfell, 51 Cent, kann man weg. So, ich weiß nicht, ob man mit dem... Was ist das hier eigentlich? Gesalzenes Rindfleisch, okay. Ich weiß immer noch nicht, was man mit den ganzen Federn anstellen soll. Vielleicht kannst du da irgendwann den Indianern noch irgendwas geben oder keine Ahnung was. Tierenfleisch. Hm. Das ist, glaube ich, von diesem komischen Fisch. Weg damit. Das ist exotischer Vogel, ja. Das ist Fell eines legendären Wildschweines. 24,20, ja. So, hier haben wir Wildschweinfell. Gerüstet. Hier haben wir Fell eines legendären Kojoten. Hoch 24. Noch was. Und hier haben wir das legendäre Bärenfell. Würden wir $66 bekommen. Ja. Wir können es verkaufen. Wir können es sammeln. Ich weiß es nicht. Es stört mich und nicht. Pass auf, wir machen eh eins. Wir verkaufen mal die Federn alle. Ich habe keine Ahnung, was du mit Federn machen kannst. Vielleicht kannst du irgendwann Pfeil und Bogen bauen. Vielleicht hast du da nochmal irgendwann was bei der Indianer oder so. Oder keine Ahnung was. Ich würde gerne die Felle sammeln. Wegen meiner kommen wir so bis zum Schluss. Weil wir sammeln mal die Felle und dann gucken wir mal, wenn wir durch sind durch das Game irgendwann. Lol. Was war das Schöne zu haben? So, hier haben wir noch Wildschwein-Stoßzahn. Weg damit. Mit Reptilienfleisch, das können wir noch grillen. Und hier haben wir Alligatorzähne. So, okay. Wollen wir das so machen? Das ist ein Deal, oder? Wir haben jetzt nicht großartig einig im Saal. Ja. So. Genau. Ach nee, jetzt habe ich aber... Ach, jetzt habe ich ja das Fehler. Ach, jetzt zeigt ja das Fell da noch. Aber wisst ihr, was wir mit dem Fell? Was können wir mit dem Fell machen? Was ist denn, wenn ich dieses Fell. Wenn ich das Fell bei mir in einer Unterkunft
gebe oder dahin lege, was passiert damit? Habe ich das denn trotzdem noch? Ist halt nicht auf dem Pferd. Denn wäre der Ritt jetzt nach Valentine überflüssig gewesen eigentlich. Oh, hello again. Never too soon, huh? Come on now, boy. Wir machen's so. Machen wir so, ja? Ich weiß, dass es jetzt dumm war von mir, vielleicht nach Valentine zu reiten, aber ist auch real. Ist sowieso heute alles anders. Dem Berg für den Samstag. Was ist los? Ja. Kommt er neben den Berg hoch oder was? Eine Verstopfung oder was? Jetzt habe ich Männer 47 Stunden drauf. Dankeschön. Ja, na, bei dem Game sowieso. Eine Stunde ist eine Stunde. Sagen wir mal jetzt ehrlich, was ist eine Stunde? Ja? Was ist eine Stunde Zeit haben? Ewig vor, früher in der Vergangenheit. Ja. Er hier schon wieder mit seinem Pferd. Wenn du jetzt angehalten hättest, hätte er einen Tritt von seinem Pferd gekriegt und wäre wieder tot gewesen. Ja, und? Man kennt ihn. Ja, das war früher halt anders. Schon so. Das war halt anders. Da ist die Freizeit schnell verlaufen oder vergangen. Ja, wenn du Nachmittag dann mit deinen Freunden, Bekannten unterwegs warst, Kumpel. Guck mal, da unten ein Lager, das ist das neue Lager. Ja, auf den Nachmittag oder so, zack, war 18 Uhr, 19 Uhr nach Hause, wenn man draußen war, war. So, und Unterricht 45 Minuten, um Gottes Willen. Halbe Stunde ging ja immer noch, war, aber dann die letzte Stunde? Eieieiei. Der hechtet ja ein schön. Erstmal eine Möhre, mein Lieber, und dann können wir weitermachen. So. Erstmal ein bisschen Power, war so eine Wildmöhre. Hack!
Ja, ist halt dahin reiten, wa? Was ist denn jetzt? Ach, du Jemini, jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Naja, gut, okay. Mal ein bisschen hechten hier. Mal ein Stück vor uns, wa? Das ist Ennisburg hoch. Ja, er hat halt jede Menge Ausdauer, wa? Also kannst du das Pferd schon... Wir haben ihn schon ganz gut. Verbundenheit ist sehr gut. Lange Durchhaltevermögen schon. Kommen wir hier an dieser komischen, in dieser Höhle kommen wir, glaube ich, wieder vorbei jetzt. Hab ich mich gerade erschrocken von diesem Baum da, ey. Ach, da steht ein Geist. Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Das ist ja krass. Ach, die bauen hier die... Ach, so. Gleisbauer hier. Das ist ja krass. Eigentlich noch nie, wusste ich noch nie. Krass. Ja. Wie gesagt, jetzt sind halt im wenn du RP spielt, sind viele Positionen, die einfach nicht so dargestellt sind wie in der Mission. Wie in dieser Story halt, ja. Daher. Das ist ein Backofen. Hier stand mal ein Haus oder was? Okay. Ja. Ja klar, die Höhle. Die haben wir ja jetzt. Hier kann man auch schön zelten hier. Schön am Wasserfall war. Da ist auch eine Mine noch drin im Wasserfall. Lol. Mal hier der Dreh, was geht aus dem Wasser rauskommt. Puh, jetzt hat sie sich erschrocken. Ja, man muss aber auch die Ohren aufmachen, wa? Man kann durch dieses Spiel durchrennen. Ja. Oder man guckt es sich halt an. Ja? Das ihnen sein. Ihnen selbst überlassen. Woo, y'all look a little lost. Me and my brothers might be able to help you. Wie wir sind denn das? Ihre? Säge die. Ah ja, jetzt wird die löst, die Schicht. Jetzt sind immer noch von dieser komischen Bande welche hier, oder? Oh, 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 oh. Who goes there? Really? Arthur, you dumbass. The hero returns. Ja, was? The hero return? Okay. Kann man auch so sehen, ja. So, wir schauen mal, wie wir das mit dem Fell jetzt backen hier die Backen kriegen, ja. Geh mal davon aus, wenn wir das jetzt ablegen, dann landet es irgendwo. Genau.
Gegenstände, die du im Lager ablegst, bleiben an einer einfach zu erreichenden Stelle liegen. Das sieht aus. Of everything. This cannot go on. Es wird uns zwar jedes Mal, wenn wir uns jetzt wundern, ey, was ist das für ein gelbes Fell da? Und irgendjemand wird sicherlich sagen, willst du das nicht mal verkaufen? Nein, möchten wir nicht. Hey, warum kann ich das Fell nicht vom Arsch runternehmen? Warum nicht? Mr. Morgan! Bin er jetzt? You okay? What is happening to us? Just make this place work, Pearson. For now. Okay. Gut, wir lassen das Fell da hinten liegen, das andere lassen wir auf dem Pferd. Okay, wir haben gesagt, wir sammeln die Felle. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal runter, keine Ahnung.